Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ghostwire Tokyo mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Da ist überall noch Nebel. Ja, da hinten müssen wir hin. Aber ich werde jetzt mal einfach hier rüber schweben, glaube ich. Um da hinzukommen. Oh, 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 oh. Balancieren, ohne so zu verlieren. Ja, war klar. Oh, na gut. Tröstet. Aber nicht viel. Wieder hier. Ja, ich habe 43. Siehst du? Hm. Sieh dich um. Wir müssen irgendwie weiter nach oben kommen. Ja, das ist mir klar. Ich könnte auch die Treppe nehmen. Gleich geht's los, gleich geht's los. Der Riese dort bewacht anscheinend den Turm. Ja, das ist ein Problem. Ja, nur mehr Schwebegeister? Nee, ne? Schon das nächste Tor. Ist das auch oben? Und das da hinten, okay. Hm. Ich müsste höher. Müsste noch höher. Wir müssen in die Richtung. Ne, wartet mal, wir schauen mal. Das Tor könnte man noch nehmen hier. Das ist das da unten. Alles klar. Nein, das geht nicht. Ich müsste höher. Aus dem Weg! Oh.
Nee, zu weit weg. Warte mal. Bist du in Fahrt? Tja, ja. Ach, Scheiße. Oh. Das muss doch gehen, ne? Da ist doch kein Dach. Guckt euch das an. So ein Quatsch. Oh, Mist. Das war ja ein Tunnel. Ich verstehe manche Dinge verstehe ich wirklich nicht. Oh. Nun mach's doch! Ihr habt's gesehen, ne? Man hat's gesehen. So, das Tori. Ah, hier ist auch ein Opferaltar. Sehr schön. Fühlst du dich jetzt? Als wären wir nicht allein. Spürhundkette. Ah. Aha. Was ist das? Oh. Ein Yokai. Wir machen mal größer. So. Hier haben wir eine Nebenmission. Da haben wir einen Yokai. Da haben wir eine Statue. Wunderschön. Wir gehen erstmal zu ihm. Hi! In der Nähe gibt es eine Klavierschule. Jede Nacht ist Klaviermusik zu hören, obwohl niemand dort ist. Am Anfang fand ich es wirklich schön, da habe ich gerne mal zugehört. Aber irgendwann wurde die Musik irgendwie super unheimlich. Da kriegt man glatt Gänsehaut. Das kennt man ja. Da zieht jemand wortwörtlich wohl mal andere Saiten auf, was? Es könnte der Klang selbst sein, der verderbt wurde. Aha. Ja, schade, dass man nicht auswählen kann. Dass man sich das gleich anhören kann oder so, ne? Da hört man schon Musik? Hey, hörst du die Musik? Er hat nicht übertrieben. Sie ist unheimlich. Der Hund, da! Weißt du, wo wir einen Oni finden könnten? Ja, zeig mir den Oni. Nun mach! So schlimm ist die gar nicht. Ich finde die auch gut, die Musik. Wir machen das aber jetzt erstmal schnell mit dem Oni. Oh, hier ist aber genug Nachschub. Ja, nun mach! Oh. Ach, ich kann das übel. Was machen die Viecher denn hier? Akito, beschützt den Hund.
Das wäre dann geschafft. Wir brauchen den Hund für den Oni. Sieht aus, als wären wir jetzt sicher. Ja, ruf ihn. Danke. Sorry, wir müssen uns deine Kraft ausleihen. Sozusagen als Dauerleihgabe. Kommt eine Stunde später, ne? Hier muss es sein. Ja. Du, sie wurde von der verdammten Musik angezogen? Ah, blöde Kuh! Ah, das auch noch! Gehen wir rein und beenden den Spuk. Schluss mit dem Da Capo. Rein ins Haus. Ich höre nichts mehr. Hinweise. Oh, im Haus suchen. Hey! Ein Klavier. Hier ist niemand. Sehen wir uns um. Das ist aber nicht gut für die Wasserrechnung. Hier geht nichts. Das Klo, guck mal, elektrisch. Oh. Mit Puperzenlüftung. Ah, hier sind die Hinweise. Aha, ich guck trotzdem falsch, weil ich es kann. Tagebuch. Ist sie das wirklich? Das dumpfe Echo der Melodie hallt von den Wänden des leeren Zimmers wider. Und doch, das Stück ist unverwechselbar. Ich würde ihre Version der Mondscheinsonate überall wiedererkennen. Sie war meine einzige Schülerin, die das Zeug zum Genie hatte. Dr. Unfall setzte dem ein jähes Ende. Er nahm ihr Leben und stahl der Welt ihr Talent. Nun ist nichts mehr von ihr in diesen Räumen übrig, außer dem Echo der Vergangenheit. Doch auch wenn es nur ein Echo ist, kann ich es nicht aufhören zu lauschen. Ist dieses Mädchen unsere Pianistin? Ja. Ich glaube, das vorhin war die Mondscheinsonate. Ja. Was denkst du denn? Lieferschein, Klavierschule Dosaki. Folgender Artikel wurde geliefert. Porträt von Giovanni, Kunsthaus Sonada. Was ist das denn? Das hast du hier so rumstehen, so eine schöne Sachen. Noch ein Klo. Futter. Große, kleine und kleine Wunderkinder. Giovanni ist heute vor allem als Mentor von Santon, dem Wunderkind am Klavier, bekannt. Es gab jedoch eine Zeit, zu der er selbst als Wunderkind galt. Seine Berühmtheit war nur von kurzer Dauer. Heute erinnert sich kaum jemand an sein früheres Werk, das allzu bald von Santon in den Schatten gestellt wurde. Schon im zarten Alter von 11 Jahren drängte Santon Giovanni aus dem Rampenlicht und nahm ihm seinen Stolz. Was hatte er erwartet? Ein Wunderkind ist spannender als ein alter Mann. Die Musik hat wieder angefangen. Ein Router? Da sitzt einer. Oh, wer seid ihr denn? Bist du die, die das Klavier spielt? Du kannst gerne spielen, aber so, dass es die Nachbarn nicht stört.
Es tut mir leid. Ich wollte niemanden stören. Ich will nur die Mondscheinsonate wieder spielen. Wisst ihr, ich habe sie mal bei einem Wettbewerb gespielt. Aber aus irgendeinem Grund klingt das Klavier jetzt anders. Ich kann es einfach nicht mehr spielen wie früher, so sehr ich es auch versuche. Warum spielt sie wohl nicht mehr so gut? Es liegt nicht an ihr. Es ist die Musik, die verderbt ist. Und dem sollten wir auf den Grund gehen. Das Porträt... Es hat reagiert. Es ist ein Porträt von Giovanni. Es ist der Musiker aus der Zeitschrift. Er muss es sein, der die Verderbnis verursacht. Ja, es ärgert ihn, dass sie ihn an seinen eigenen Schüler erinnert. Er ist neidisch. Ich verliere nicht gegen so ein überschätztes Wunderkind. Ich will ihr weit überleben. Ein Kind sabotieren? Das nenne ich mal armselig. Genau. Erwachsene sollten für Kinder da sein, sie unterstützen. Genau. Na so. Ah! Alles in Ordnung. Ich habe das nur nachsynchronisiert. Die wieder spielen können. Eine schöne Melodie. Wusstest du nicht, dass du Geschmack hast? Jetzt weißt du's. Wow, ich habe sie ohne Fehler gespielt. Endlich kann ich wieder die Mondscheinsonate spielen. Ich bin so glücklich. Schade, dass wir sie nicht mehr hören werden. Ja. Das war schön. Das war wirklich schön. Deswegen war ich jetzt... Habe ich auch geschwiegen. Gut. Komm, helfen wir doch mehr von denen. Die Musik ist endlich wieder normal. Ach, so schön. So, da ist noch ein Auto, das brauchen wir. So, alles wieder voll. Wir gucken auf die Karte. Ja, dich habe ich schon gesehen auf der Map. Da ist er. Hier sind auch noch Geistlichkeiten. Alles klar. Alles klar. Oh, hier. Hier ist was. Das geht gar nicht. Nimm die Sache hier ernst. Was glaubst du, was ich tue? Ich weiß nicht was, aber irgendwas anderes ist da gerade aufgetaucht. Das spielt nicht genug.
Mann, bin ich kaputt. Das war knapp. Das war echt knapp. Wird immer angegriffen. Man mag mich. Man mag mein süßes Blut. Muss man nachfüllen hier. Und dann müssen wir mal hier aufs Dach. Ach, hier ist ein Katzenladen. Cool. Risiko, Risiko, Risiko. Gleich schimpfe ich. Nee, doch nicht. Das ist höher, ne? Ja, dann können wir zu diesem Haus. Her damit. So. Das ist doch schon mal. Hallo. Nicht bücken. Oh, das ist aber weit. Das werde ich nicht schaffen von hier. Wir müssen mal gucken, wo wir als nächstes hin müssen. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wir müssten ein Tor, das da. Also, ich muss in diese Richtung. Dann kann ich die da mitnehmen. Ja, toll, wie du das machst. Wie du das alles immer hinkriegst. Warum bückst du dich immer? Alter Bückling. Will nur gucken, ob hier noch irgendwo... Guck mal, da sind noch ein paar... versprengte Geister. Hier kann ich auch hin. Oh, hier sind Freunde. Das ist eine Menge Maker. Warum ausgerechnet hier? Das ist vermutlich für die Frau. Das ergibt... Moment, was? Ach so, ging ja anders. Warum machst du das denn nicht? Ich versteh's nicht. Ich hab das paar Mal probiert. Ja, nun krieg ich meinen Finger wieder. Das dauert einfach immer viel zu lange. So, das muss dir mal gesagt werden. Die Heldensache ist echt harte Arbeit. Da komme ich nicht hin. Was denn jetzt?
Hä? Da. Was ist das denn? Wieder so eine komische Figur. So eine habe ich schon mal gefunden, anstatt des Kamms. Da hinten müssen wir aber hin. Hier sind noch mehr Töpfe. Noch viel mehr. Also, ich werde da mal jetzt hinpürschen. Das ist im Haus drin, ne? Oder ist das hier wieder eine Baustelle? Ja, sieht so aus. Nee, ist ein Laden. Ich müsste sowieso an der Telefonzelle mal ran. Hier wird ja bestimmt irgendwo eine sein. Wir machen in der nächsten Folge weiter, dann bin ich da beim Tor. Ich danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.